Sodale Bastelzeit und heute geht es mal wieder um diese Dinger hier. Ja, unsere kleinen Open-Hardware-Transistor-Tester. Hier zum Beispiel der T4, ist also ein chinesischer Nachbau. Im Prinzip nicht viel, wir haben in der Mitte einen Mikrocontroller, meistens irgendein AT-Mega oder sowas. Auf der Vorderseite haben wir einen CIF-Sockel für bedrahtete Bauteile oder SMD-Pads. Und dann haben wir noch ein Display. Was man da macht, ist zum Beispiel hier unten ein Transistor, Diode, Spule, Widerstände, Kondensatoren, was auch immer reinmachen. Drückt auf den Knopf und dann kommt auf dem Display genau die Info. Pass mal auf, das ist folgendes Bauteil, folgende Pinbelegung, eventuell noch ein paar Zusatzinfos wie Durchschaltspannungen. Ist nicht immer 100% genau, aber es ist ein ganz praktisches Tool, um dann einzuschätzen, was ist denn das hier für ein Bauteil überhaupt, was habe ich da vor der Nase. Den hier habe ich schon ein bisschen länger auf der Werkbank unterwegs, habe noch einen in nur Textversion, den haben wir auch schon mal gesehen, ist aktuell quasi eine Dauerleihgabe. Aber der hier hat den Nachteil, ihr seht, ja, hier ist ein Kabel dran, ich benutze das Ding quasi fix an meiner Werkbank und das ist ein bisschen nervig, wenn man dann doch mal mobil was arbeiten will. Ja, das wäre dann der Plan für heute. Ich möchte gerne so ein Ding in mobil haben. Und ja, wenn wir es eh schon mobil machen, dann machen wir es richtig. Das heißt, ich habe mir hier die aktuellere Version geholt. Das ist der hier. Sieht ein bisschen anders aus, hat einen AT-Mega 328P drauf. Wir haben immer noch den CIF-Sockel, wir haben immer noch die SMD-Pads hier unten. Allerdings, was anders ist, wir haben zusätzlich hier unten ein paar Anschlüsse. Zum Beispiel für Ausgang für Impulse oder Spannungsmessungsding. Und das Ganze wird hier über einen Inkrementalgeber gesteuert, nicht mehr nur über einen Button. Prinzipiell, der Textding, das hat genau dieselben Funktionen wie der hier. Aber was der hier halt zusätzlich hat, das ist einmal das komplette Menüsystem plus das hier ist ein Farb-LCD. Beim anderen, den wir eben hatten hier, das ist nur ein Schwarz-Weiß. Ja, das Ganze läuft ebenfalls, wie gesagt, mit einem AT-Mega. Das Display ist hier gesteckt und wenn wir hier gucken, das ist dieser AT-Mega 328P. Also so ein typischer Arduino-Mikrocontroller. Und ja, theoretisch sollten wir damit ein paar mehr Funktionen haben und ein bisschen mehr Freiheit, was die Firmware angeht. Auf der Rückseite haben wir noch ein paar Beschreibungen hier. PC6, PB5, also das scheint mir irgendwie Miso, Mosi und so der Programmieranschluss vom AT-Mega zu sein, wenn wir also Firmware-Updates machen wollen. Gut, wenn das jetzt mobil genutzt werden soll, dann sollte man natürlich irgendwas drumherum haben. Und praktischerweise war hier bei der Bestellung auch direkt ein Gehäuse mit dabei. Das ist einfach so ein Acrylglasgehäuse. Ob ich es am Ende nutze, muss ich mal gucken, ob es für das, was ich haben möchte, passt. Aber könnt ihr mal gerade hier ins Innere gucken. Dann sehen wir hier schon, das sind irgendwie Dutzende von diesen ausgeschnittenen Dingern mit Schutzfolie drauf, ein paar Schrauben und so weiter. Oh, aber ich würde sagen, wir holen einfach mal ein Netzteil, gucken wir erstmal, ob das Ding überhaupt funktioniert. Und danach gucken wir, ob wir es ins Gehäuse reinkriegen. Und zuletzt gucken wir uns dann auch an, wie wir das mit der Spannungsversorgung machen. Normal ist der dafür gedacht, dass man eine 9-Volt-Blockbatterie dran macht. Ich glaube, wir wissen alle, dass ich keine 9-Volt-Blockbatterie da reinmachen werde. Es gibt Lithium. Also schauen wir mal, haben wir ja draufstehen, wo Plus, wo Minus ist. Das macht gerade keinen Sinn. Wir haben keinen Eingang von diesen Schraubklemmen, der beschriftet ist mit Spannungsversorgung. Das ist ein bisschen seltsam. Ich glaube, ich suche mal kurz die Anleitung und guck mal, was die dazu sagt. So, ich habe die Beschreibung jetzt vor mir und jetzt ist mir auch klar, warum ich da nichts gefunden habe. Denn, wenn wir mal hier durchgehen, das hier unten ist ein Square Wave PWM Output. Daneben haben wir ein Voltage Measurement Input und hier oben ist ein Frequency Measurement Interface. Ja, unsere Spannungsversorgung, die ist nämlich hier rechts. Das ist einmal die DC-Buchse und darunter sind zwei Lötpunkte, wo dann die Batterie angeschlossen werden kann. Es gibt also für die Spannungsversorgung keine Schraubklemme. Ja, dann kann ich lange suchen. Na gut, das kriegen wir, glaube ich, trotzdem hin. Also holen wir uns mal hier unser übliches Netzteil und gucken, dass wir das mit 9 Volt dann auch hier angeschlossen bekommen. Suchen uns ein paar passende Kabel und versuchen das einfach mal dran zu halten, um hier einen kleinen Testlauf zu machen. Also, wie gesagt, das Ganze auf 9 Volt bei überschaubar Ampere. Und wenn wir den Strom anmachen und jetzt dran halten, minus plus und eventuell nicht hier auf einer Metalloberfläche liegen, das könnte auch irgendwie schlecht sein.
Also halte mal jetzt mal dran und nix. Okay, muss ich jetzt noch gleichzeitig drücken. Das wird jetzt ein bisschen eng. Irgendwie habe ich dafür nicht genügend Finger, aber irgendwie passt das schon. Also machen wir Trick 17. Ich klemme jetzt einfach den Ground hier unten an. Das ist derselbe. Plus dran drücken und yay, das Display geht an. Direkt wieder aus. Ja, ist wahrscheinlich ein bisschen wackelig, aber Battery 9 Volt klingt gut. Unknown und Damaged Part, klar, ist ja nichts angeklemmt. Display ist relativ dunkel. Auf der Kamera wird man wahrscheinlich nicht so viel erkennen können, aber na, was haben wir hier? Not calibrated. Ja, gut, das kann man später mal machen. Machen wir einfach zum Test mal hier einen, was ist das? IRLZ44N, den stecken wir dann mal hier rein. Das müsste ein NFET sein. Also hier in die ersten drei. Mal gucken, ob er den erkennt. Also Strom an, drücken und no unknown or damaged part. Hat er also nicht erkannt. Was ist denn jetzt das Problem? Achso, ich sehe es gerade. Wir müssen die mittleren Pins benutzen. Die äußeren sind kurz geschlossen. Dann probieren wir das nochmal. Manchmal hilft es ganz einfach, die Beschreibung zu lesen. Also Ding in die Mitte, Strom nochmal dran und dann probieren wir das nochmal. Und wenn man nicht so viel mit dem Ding abrutscht, dann kriegen wir auch eine Anzeige und NMOS, das klingt gut, wunderschön. Das ist genau die Anzeige, die ich da erwartet habe. Gut, also die Schaltung scheint auf jeden Fall schon mal zu funktionieren. Dann können wir hiermit auf jeden Fall mal weitermachen und das Ding ins Gehäuse reinbasteln, ne? Das heißt, wir machen alles mal wieder lose, packen das Netzteil auf Seite und dann schauen wir mal, wie das hier zusammengehört. Es ist keine Anleitung dabei. Ich meine, das hier wird unten sein, so viel kann ich schon mal sagen. Und das hier ist oben. Aber wie wir sehen, hier sind mehrere Ausschnitte irgendwie mit Bildschirmen dabei. Was ein bisschen schwierig ist, halt so ohne wirklich eine Info, wie das zusammengehört. Also, ja, probieren wir mal. Wir sehen ja auf jeden Fall, was Seitenwände sind und so. Dann können wir schon mal anfangen, hier diese wunderschöne Folie runter zu popeln. Das ist immer ein bisschen nervig. Ja, aber am Ende soll es ja durchsichtig sein. Also, ich gehe mal eine Runde hier Schutzfolien entfernen. Dann gucken wir gleich mal weiter. So, und da ich ein bisschen länger gebraucht habe, gerade Kurzbeschreibung, die komplett zu eine Platte sozusagen, ist natürlich der Boden. Die zwei diagonalen oder so ein bisschen keilförmig zulaufenden Sachen sind die Seitenwände. Muss man gucken, die mit dem runden Loch, die kommen links hin. Da ist ja auch dieser DC-Barrel-Anschluss fürs externe Netzteil. Obendrauf, die Platte ist auch, denke ich, relativ klar. Vorne und hinten kann man gucken, da sind die Aussparungen für die Schraubklemmen. Unten zwei, oben eine. Und die zusätzlichen Platten, die wir noch haben, da haben wir einmal dieses, ja, komische treppenförmige Ding. Das kommt hinten unter das Display nochmal zusätzlich. Und obendrauf, wenn man das Ganze zusammen hat, kommt nochmal zusätzlich einmal die mit dem Display-Ausschnitt, die kleine Platte und dann die kleine Platte, die nur zwei Bohrlöcher hat, plus die Schraublöcher, also insgesamt vier Löcher, nochmal als Displayschutz. Und dann hat man das Ding auch zusammen. Bisschen aufpassen muss man mit diesen Abstandshaltern, die sind auch unterschiedlich lang. Die ganz langen kommen nach hinten unter die Platine, die mittellangen kommen vorne unter die Platine und die vier ganz kleinen kommen auf die Platine. Das Ganze dann von unten mit Muttern ans Gehäuse geschraubt und oben kommen die Schrauben durch. Was nicht so dolle ist, also man kommt an die Schraubklemmen noch ganz gut dran, aber wo man nicht dran kommt oder nicht so schön dran kommt, das ist zum einen hier der Hebel vom Ziffsockel, also ohne Schraubendreher ist das nur schwer möglich, den wieder aufzubekommen. Also runterdrücken geht meistens und festhalten auch, aber wirklich einrasten ist halt nicht wirklich. Da muss man schon irgendwie dann mit dem Schraubendreher nachhelfen. Und was auch nicht mehr erreichbar ist, die SMD-Pads, da ist halt überall Plastik drüber. Schön ist das nicht. Ich meine, am Ende kann man auch da irgendwie einen Adapter für den Ziffsockel basteln und dann darüber sich einen Adapter mal holen. Dann hat sich das da unten erledigt. Aber das mit dem Handle, das ist schon nicht so schön. Das macht schon so das Gehäuse ein bisschen unbrauchbar. Und auch wenn man hier guckt, die Aussparung für den Inkrementalgeber ist auch sehr am Rand. Also der schrubbt schon so ein bisschen.
Es ist halt auf Preis getrimmt und irgendwie nicht so viel Mühe gegeben. Aber hey, nichts, was wir nicht anderweitig hinbekommen können. Ich glaube, ich werde einfach das Plastik hier ein bisschen wegmachen. Dann sollte sich das Thema erledigt haben. Komme ich nämlich an die SMD-Pads und auch an den Hebel da. Aber hey, es ist zusammen, Display ist geschützt, was schon mal ganz gut ist. Und jetzt fehlt dann nur noch irgendwie dann das mit dieser 9-Volt-Block-Batterie. Ach nee, halt. Wir haben ja schon gesagt, wir wollen Lithium. Also, wie kriegen wir das Ding jetzt irgendwie sinnvoll mit Strom versorgt? Wir haben unten drin sehr viel Platz. Und ja, was wir damit anstellen, ja, gucken wir jetzt mal. Erstmal kann man auf jeden Fall schon mal sagen, dass Lithium da reinpassen sollte. Das heißt, wenn wir hier aufmachen, eine 18650 kriegen wir leider nicht quer rein. Das ist ein bisschen schade, aber hey, hier so diagonal oder hochkant sollte das kein Problem sein. Müssen natürlich noch was dazwischen machen, dass das nicht irgendwie durchdrückt. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Jetzt brauchen wir hierfür natürlich noch ein bisschen was an Elektronik. Das heißt, wir benötigen zum einen ein Lithium-Lade-IC, sinnvollerweise, wenn wir sie dauerhaft drin lassen wollen. Und das Zweite, was wir auch noch haben möchten, das wäre das Thema Spannungsversorgung. Denn, aus der Zelle hier kommen 4,2 Volt bis runter zu 3 Volt raus. Der hier hinten benötigt aber, ja, offiziell 9 Volt, ich glaube inoffiziell 6 Volt. Also, ja, wir brauchen offensichtlich einen Step-Up, der aus der Spannung hier eine höhere Spannung macht, mit der das Gerät dann auch klarkommt. Und an der Stelle, da können wir uns hier etwas vom Zuschauer angucken, nämlich der Per hat mir da vor einiger Zeit was geschickt. Das sind nämlich diese Teile hier. Das ist in, ja, 01277 steht hier nur drauf. Wenn wir uns das mal angucken, dann sehen wir eventuell ein bisschen was, was uns bekannt vorkommt. Ja, im Prinzip sind das zwei Schaltungen, die wir schon mal gesehen haben, hintereinander gestellt oder auf ein Board einfach drauf gemacht. Und zwar ist das einmal hier so ein Teil, ein TP4056 Lithium-Ladegerät. Wir sehen selber Chip, die LEDs sind auch da und das daneben ist im Prinzip sowas Ähnliches wie das hier. Ich hatte jetzt genau das Modell nicht mehr gefunden, aber es ist so ein typischer Step-Up-Regler, der dann entsprechend die Spannung da hochsetzt. Es gibt allerdings mit diesem Modul hier einen großen Nachteil. Oder sagen wir 2 bis 2,5. Sagen wir, der erste Problem, es ist direkt verbunden. Das heißt, das Ding hat immer Spannung. Das heißt, es ist nicht wirklich möglich, da das Ding auszuschalten. Der Step-Up-Regler läuft quasi ständig. Ist ein bisschen schade. Der halbe Punkt, der mir noch einfällt. Wenn wir hier vorne nämlich gucken, das Ding hat noch Micro-USB heutzutage, ja, ist ja meistens USB-C eher verbreitet, weil Handy-Ladegeräte und so ist ja auch überall. Und der dritte Punkt, der ein bisschen größer ist, da fehlt nämlich was. Wenn wir die nebeneinander legen, dann haben wir zwar hier diesen TP4056, aber hier hinten die beiden ICs, die fehlen. Und ja, das ist ein wichtiger Punkt, das ist nämlich die sogenannte Protection. Die Batteriezellen hier, die können ja im Prinzip zwischen 4,2 Volt bis runter, sagen wir 3 Volt oder 2,5 Volt dann runtergehen. Wenn wir drunter gehen, dann gibt es aber Schäden. Also da sollte man auf jeden Fall nicht weit runtergehen. Das heißt, wenn es so in diesen Unterspannungsbereich geht, von 2,5 bis 3 Volt, dann möchte man eigentlich die Last trennen, dass sich das Ding nicht weiter unnötig entlädt. Und wenn es eine größere Last ist, dann holt sich die Zelle dann auch ein bisschen, wird hier wahrscheinlich nicht der Fall sein. Aber trotzdem, dafür ist genau hier dieser Chip da, der DW01. Der sorgt nämlich unter anderem dafür, dass bei zu hohen oder zu geringen Spannungen die komplette Batterie über hier diesen MOSFET getrennt wird. Das heißt, ja, wenn wir hier dran klemmen und wir ziehen die ganze Zeit Strom, dann sagt der Chip irgendwann, ja, das ist jetzt zu viel, ich schalte dann jetzt mal aus. Er trennt die Last auf und das Ding entlädt sich nicht einfach immer weiter, obwohl schon klar ist, dass der Akku dadurch geschädigt wird. Bei der Schaltung hier ist das halt nicht der Fall. Es wird die ganze Zeit weiter Spannung rausgezogen, bis das Ding quasi auf 0 Volt ist. Und ja, das schädigt natürlich den Akku massiv, kann gegebenenfalls auch zu Bränden führen und das wollen wir natürlich nicht. Was man jetzt machen kann, sind zwei Sachen. Zum einen gibt es hier diese Zellen auch als sogenannte Protected Cells. Das heißt, wir haben im Prinzip eine Schutzbeschaltung in der Zelle mit drin. Die ist da drin vergossen. Findet man vor allen Dingen häufig bei Battery Packs, die viereckig sind. Wenn wir hier mal gerade eins holen, zum Beispiel in hier so einer Powerbank,
Da sehen wir hier oben an der Zelle dran nochmal dieses Board, wo im Prinzip diese Protection dann drauf ist. Wenn wir hier die Zelle so benutzen wollen, dann müssen wir das ein bisschen anders machen. Und zwar, es gibt einfach hier solche separate Platinen mit der Schutzbeschaltung. Das heißt, wir können einfach hier so einen Streifen holen, wo im Prinzip genau dasselbe drauf ist. Wir haben DW01 hier und den MOSFET hier. Und ja, im Prinzip genau dasselbe wie hier drauf, nur dann separat, den wir direkt an die Zelle machen können. Und dann ist auch hier diese Zelle quasi protected. Und dann haben wir dieselbe Funktion. Was das Problem mit dem Ein-Ausschalten angeht, werde ich mir mal angucken. Entweder an einen Ausschalter, einfach hier zwischen Batterie und Schaltung. Eventuell können wir sogar das Ganze elektronisch machen, weil hier der hat auch ein Soft-Power-Off, so eine Sleep-Schaltung. Vielleicht können wir die irgendwie adaptieren, dass wir das alles automatisch auch schalten können. Gut, das ist der Plan. Also das da rein, hiervon ein da rein. Und ja, ich würde sagen, das ist dann mal ein Plan. Also machen wir uns erstmal daran, die Zelle hier vorzubereiten. Das heißt, wir holen uns hier mal einen von den Streifen, die hier dran sind. Die kann man einfach rausbrechen und den machen wir dann hier direkt an die Zelle irgendwie dran. Wickeln die ein bisschen mit, keine Ahnung, Schrumpfschlauch ein oder mit Klebeband. Ansonsten, wie üblich, verkabeln also die Zelle an den entsprechenden Schutzbeschaltungen. Von der Schutzbeschaltung gehen wir hier auf den Laderegler und von da aus kommt dann hier hinten die Spannung raus, die wir dann hier auf die 9 Volt, also den normalen Batterieanschluss, da reinmachen. Gut, ich muss natürlich noch gucken. Hier ist so ein kleines Pluszeichen, das ist ein Poti. Damit können wir die Spannung einstellen. Das müssen wir hier erst natürlich auf so Pi mal Daumen 9 Volt stellen, dass das Ganze sauber funktioniert. Aber ja, das sollten wir wohl hinbekommen. Gut, ich suche mal meinen Kleber und dann holen wir mal, ja, eigentlich sogar den Lötkolben. Hier sind nämlich noch ein paar Faden dran, dann können wir das direkt da dran machen. Also, was ich jetzt gemacht habe, ist erstmal den Lötkolben ausgepackt. Das geht hier in dem Fall, weil wir sehen, hier sind noch so Nickelstreifen, ein paar Reste dran. Auf denen kann man relativ gut löten. Direkt auf die Zelle sollte man nicht löten, das kann die thermisch schädigen. Da holt man eigentlich ein Punktschweißgerät, habe ich hier ja auch schon mal gezeigt. Aber dadurch, wie gesagt, dass hier noch so Reste dran sind, werde ich die dann direkt einfach mal recyceln. Unsere kleine Schutzbeschaltung hier, die sehen wir ja auch relativ deutlich. Wir haben ein B-B+. Wir haben ein Power Minus und Power Plus in der Mitte, wo wir dann in Richtung vom Rest der Schaltung gehen. Und das Ganze müssen wir dann nur noch passend zusammenlöten. Ansonsten, ja, wir hatten ja schon gesehen, der MOSFET und der DW01, das ist quasi dasselbe. Also erstmal das Ding ein bisschen vorverzinnen, dann ein paar Kabel dran. Ich habe jetzt hier ein Kabel dran gemacht für die Plusseite von der Batterie. Und zwei kürzere Kabel, die wir dann in Richtung von unserer Ladeelektronik da rüber machen, an die Powerpins in der Mitte. Und das dann auch direkt hier dran gemacht. Das heißt, der Power Plus von unserer Protection kommt an Battery Plus von unserem Ladeboard, was wir hier haben. Selbes für den Minuspol und den Battery Minus, der fehlt noch. Da habe ich hier direkt dieses Protection Board an die Zelle dran gelötet, an den Tab, der noch da ist. Dann bleibt es auch schön an der einen Stelle. Ich muss mir da keine Gedanken machen. Ist natürlich eine massive thermische Masse, braucht man ein bisschen für, bis das da alles geschmolzen ist. Aber wie wir hier sehen, alles fest. Ansonsten natürlich noch Zelle Plus. Die muss ja dann an die andere Seite. Damit sind wir dann hier auch soweit durch. Okay, und ich habe hier im Internet von Robson Kotu ein Reverse Engineering gefunden, der dann entsprechend hier einen Schaltplan von diesem Tester gezeichnet hat. Und wenn wir uns das mal angucken, dann sehen wir hier oben in dem Bereich den Turn-On-Circuit. Wir haben hier den Battery Header, also wo der Strom reinkommt, plus oben und Ground geht direkt an Ground. Das heißt, wir schalten offensichtlich plus und dann diese wunderschöne Konstruktion hier. Was wir schon mal sagen können, der Plus kommt hier oben rein. Geht dann durch diesen 9012 Transistor durch, was ein PNP ist. Und von da aus geht es auf den 7550, unseren 5 Volt Linearregler. Das heißt, das ist der Weg, über den das Ganze ein- und ausgeschaltet wird. Jetzt müssen wir den aber irgendwie auch schalten können. Wenn wir uns das mal angucken hier vorne, dann sehen wir, wir haben einmal den 33 Kilo Ohm, der hält den standardmäßig auf plus die Basis. Das heißt also auf aus, ist ja PNP, da brauchen wir eine negative Spannung, um einzuschalten. Die kann jetzt eigentlich nur noch über den 3,3K kommen und jetzt wird es ein bisschen kompliziert.
Denn das eine, wo es herkommen kann, ist hier über diesen Weg, über die LED und diesen Widerstand, Transistor natürlich, der dann hier unten hingeht, oder über den Encoder, wenn wir den drücken, was ja zum Einschalten Sinn macht. Das heißt also, beim Einschalten drücken wir den Encoder, dadurch schaltet sich hier der ein. In dem Moment läuft dann auch hier hinten der ganze Kram an, die CPU fährt hoch. Und ja, normalerweise, wenn wir jetzt den Encoder wieder loslassen würden, diesen Knopf, dann würde es ja wieder ausgehen. Und um das zu verhindern, schaltet die CPU dann jetzt über PD6, das ist einer von den Pins des Prozessors, dann entsprechend den Transistor hier, dass der im Prinzip hier selber das Ganze runterzieht über die LED statt über den Encoder. Und dann bleibt er hier an. Oder der hier oben bleibt eher gesagt eher an. Was mich ein bisschen wundert, ist aber, was das hier unten ist. Denn ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass hier GND ist, ist aber nicht. Hier ist nämlich nochmal 9014er Basis, ein NPN. Ich weiß nicht so ganz, was das jetzt soll, weil damit werden die 5 Volt gegen Ground über ein 27 Kilo umgeschaltet. Verstehe ich nicht so ganz, was dieser Zweig jetzt hier hinten macht. Aber im Prinzip, Basis auf Emitter, hier unten bei dem, ist ja im Prinzip nichts anderes als eine Diode. Also können wir das hier quasi als Ground ansehen. Das heißt also, wir können im Prinzip hier diesen Punkt uns abgreifen für Low oder High. Der ist Low, wenn er eingeschaltet werden soll, und High, wenn er ausgeschaltet sein soll. Das ist für uns aber schlecht. Denn, wir hatten ja eben unser Board hier gesehen, das hier, da ist ja dieser Chip drauf, der unsere komplette Step-Up-Logik macht. Das ist dieser B, was ist es, 528 oder sowas. Und wenn wir uns den mal angucken, das ist in Wahrheit der MT3608, in dem Fall hier von Aerosemi. Wenn wir uns hier die Pins angucken, dann fällt uns nämlich eventuell ein Pin ins Auge. Wir haben hier einmal Not Connected, okay, wir haben ein Ground, wir haben ein Voltage In, wir haben ein SW, das ist Switching, wir haben ein FB für Feedback und wir haben ein EN für Enable. Damit können wir also hier die Funktion im Prinzip ein- und ausschalten. Wenn wir mal hier auf die Pinnummern gucken, FB nennen hier Enable, Regulator On-Off Control Input. Das klingt doch schon mal gut. Bis wir dann weiterlesen. Denn a high input at EN turns on the converter and a low input turns it off. Und das ist natürlich ein bisschen nervig, muss ich jetzt sagen. Das heißt für uns, dass wir nicht einfach den Pin hier nutzen können oder diesen einen Punkt. Wir haben aber einen anderen Punkt, wo wir bereits jetzt High Level und Low Level haben, nämlich einfach hier der Eingang quasi zum 7550. Da ist er im Prinzip High, wenn wir einschalten. Davon ausgehend, dass der hier, der Schaltregler, einfach die Batteriespannung durchleitet, müsste das eigentlich ausreichen. Einziges Problem, was wir noch gucken müssen, hier an der Stelle käme ja am Ende wahrscheinlich eher die regulierte Spannung raus, also unsere, was waren es hier, unsere 9 Volt, die wir einstellen. Der hier, der geht ja davon aus, dass wir EN to the Input Supply connecten, also auf die Eingangsseite, was ja nur 4 Volt wären, sagen wir mal. Müssen wir jetzt mal nachgucken, ob wir den auch höher ziehen können, einfach auf die Ausgangsspannung, ob das Probleme macht. Wenn ja, müssen wir uns noch was überlegen. Wenn nein, sind wir gut. Also gucken wir mal, FB oder EN ist das ja. Gucken wir mal nach den Maximum Electrical Blafu. Und hier sehen wir EN Input High Voltage. 1,5 Volt und da steht keine Maximalspannung. Okay. Das würde mich ja jetzt schon dazu verleiten zu sagen, dass es kein Problem sein dürfte, den an den Ausgang zu hängen. Ansonsten, was für uns hier noch interessant sein könnte, ist hier No Switching Operation. Wären 100 bis 200 Mikroampere. Ah, hier, Shutdown. Current im Shutdown. V-Enable ist 0 Volt. Dann hätten wir 0,1 bis maximal 1 Mikroampere an Leckstrom, das ist, denke ich, akzeptabel. Bisschen Leckstrom noch über den Kram, den wir oben haben, den wir weiter nutzen. Aber das klingt so, als ob das ein brauchbarer Wert ist. Okay, ich lese mir das nochmal durch, gucke auch nochmal, ob irgendwie von anderen Herstellern derselbe Chip hergestellt wird, ob die da was anderes schreiben.
Oh, hier steht sogar Absolute Maximum Ratings. VIN und EN bis 26 Volt. Okay, dann sollten wir eigentlich hier nicht in Probleme laufen. Gut, klingt nach einem Plan. Das heißt, wir müssen jetzt mal uns hier den, das Pinout vornehmen. Und müssen hier gucken, VIN und EN sind die beiden hier. Gucken wir mal hier und... Hä? Moment, halt, stopp. Das kann nicht sein. Dann wäre VIN und EN die beiden hier. Ha, die sind aber unterschiedlich verbunden, oder bin ich jetzt hier nicht auf der Höhe? Oder haben die einfach nur zwei Traces? Ich glaube, wir messen das mal besser durch. Könnte auch einfach sein, dass sie zwei Traces gezogen haben und die hier unter dem Kondensator zusammenlaufen, weil ich sehe nichts anderes, was rausgeht. Dass das einfach nur optisch ist und die da verbunden sind, das wäre natürlich dann ideal für uns. Das heißt, wir schneiden da einfach einmal ein bisschen was durch. Piepen wir mal gerade durch. Wenn ich das hier hinkriege mit der kaputten Spitze, die ich hier habe. Okay, die sind definitiv verbunden. Das heißt, das sind einfach nur zwei Traces. Dann können wir einfach hier das passende Trace, das ist hier unten das Durchsäbeln. Hier am Kondensator. Und dann haben wir hier unseren Enable-Pin. Den können wir dann weiterverwerten. Hoffentlich. Achso, was wir auch noch machen können, ist natürlich mal eine Batteriespannung draufgeben und gucken, ob die hinten auch rauskommt. Aber ich gehe eigentlich von ja aus. Können wir es vielleicht sogar ohmig durchmessen. Gucken wir mal gerade, wir haben hier ja unseren Battery Plus. Und wenn wir von Battery Plus auf Out Plus gehen, dann haben wir da keine Verbindung aktuell. Okay. Normal müssten wir eine haben, weil wir kommen hier an, gehen in die Spule rein, kommen aus der Spule raus, gehen über diese Diode hier. Okay, die Diode hat einfach einen Spannungsabfall, deswegen zeigt er mir das hier nicht an. Kann das sein? Angeblich kommt da nichts raus. Ich habe Zweifel. Okay, also ich bin mir sehr sicher, dass hier hinten die Batteriespannung auf Out rauskommt. Wenn wir den Pfad hier durchgehen, wie gesagt, wir kommen von Battery Plus, ohne irgendwas zu schalten, durch die Spule, über die Diode, zum Ausgang. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Und dann hinten auch sauber rausfallen. Da habe ich eigentlich keine Bedenken. Gut, klingt nach einem Plan. Setzen wir mal um, ne? So, dann schauen wir mal, was wir hier bekommen. Fangen wir mal mit der Akkuspannung an. Die sollte irgendwo bei 4 Volt rumliegen und ja, 4,09. Das sieht schon mal ganz gut aus. Dann gehen wir mal weiter auf das Board. Gehen wir erstmal hier an den Batterieausgang oder Batterieeingang, je nachdem, wie rum man es sieht. Und dann sehen wir, ob die Schutzbeschaltung auch an ist. Und yep, 4,09 ebenfalls. Also die Akkuspannung geht durch die Schutzbeschaltung bis hierhin durch. Dann können wir direkt mal zum Ausgang gehen und gucken, was da so rauskommt. Theoretisch, wir sind aktuell nicht angeklemmt. Das heißt, da sollte irgendwo undefined, also 4 Volt rauskommen. Und es sind 8, irgendwas, also 9 Volt. Also offensichtlich ist der Step-Up-Regler aktuell eingeschaltet. Das ist natürlich schlecht. Versuchen wir mal, wenn ich den hier an Plus halte. Da ändert sich quasi nichts. Okay. Immer noch 9 Volt. Ich hatte ihn eben mal eingestellt. Und was passiert, wenn wir ihn auf Minus halten? Ja, es sieht gut aus. 3,977, also ungefähr Batteriespannung minus so ein bisschen Diodendrop. Das heißt also, wenn wir ausgeschaltet sind, dann kommt hinten die Akkuspannung raus und die sollte ausreichen, um den dann wieder einzuschalten, sodass wir da unseren Standby abgreifen können. Das heißt im Prinzip, wir müssen bei unserer Anbindung darauf achten, dass wir hier einen Widerstand gegen Ground haben, irgendwas Hochohmiges und dann etwas mit weniger Widerstand, was zu unserer bestehenden Schaltung dann rübergeht. Und dann sollten wir auch dieses Soft-Power-Off da hinbekommen. Also gehen wir mal wieder löten. Dann gehen wir mal auf die Suche. Wir haben ja hier unsere beiden Batteriekontakte. Der untere oder obere von hier aus gesehen ist Plus. Der geht dann erstmal hier dran. Das ist die DC-Buchse. Dem folgen, dann geht es hier hin und kommt da hoch. Okay, wenn wir das mal rumdrehen, dann sind wir hier. Das klingt halbwegs sinnvoll. Da ist ein 2TY, das sieht nach dem Widerstand aus, dem Transistor aus, den wir eben hatten.
wir gerade nochmal hier drauf schauen, wir haben hier ja diesen 9012, das wird dann der hier sein. Gut, daneben haben wir auch einen 33 Kilo Ohm Widerstand, der mit dem 3 Kilo Ohm oder 3,3 da arbeitet. Und wenn wir da gucken, ja, 3,3, 33, das kommt also alles hin. Das heißt im Prinzip, wir können die Stelle hinter dem 9012 uns nehmen, um unser Plus zu holen. Sehe ich das richtig? Im Prinzip schon. Das wäre dann da, wo Q3 steht, dieses Via hier. Das wäre dann die Stelle, wo wir hin müssen. Spricht da was dagegen? Eigentlich nicht. Nein, ich denke, das sollte alles passen. Wir müssen natürlich an unseren Spannungsteiler denken. Also was ich jetzt gemacht habe, ist mir hier einen SMD-Widerstand geholt und den hier an den Ausgang vom Transistor gehangen. Das heißt also an die Stelle, wo wir Plus sehen, wenn wir einschalten. Das ist jetzt 2201, also 2,2 Kiloohm sollten das sein. Das sollte, denke ich, ausreichen. Und daneben kommt dann der hier, das ist ein 33 Kiloohm, 39, müsste ich gleich nochmal gucken. Jedenfalls deutlich höher und den mache ich dann hier einmal an unserem bestehenden Widerstand fest. Und rechts an diesem 3,3 Kiloohm, da liegt Ground an. Das heißt, das ist der, der das Ganze auf Minus hält, solange wir da ausgeschaltet bleiben wollen. Damit haben wir dann in der Mitte eigentlich unser Signal, was wir brauchen, um hier unseren Soft-Power-On zu machen. Den lasse ich zum Testen aber erstmal ab. Was wir aber schon mal dran machen können, das sind die beiden hier, Batterie plus Minus. Die kommen dann in den Ausgang vom Step-Up und ja, die können wir auf jeden Fall schon mal festmachen. Okay, schauen wir mal. Wir haben jetzt alles angeschlossen und theoretisch müsste jetzt sogar was passieren, wenn ich hier drücke. Das gelbe Kabel ist noch nicht angeschlossen, das heißt, es sollten 9 Volt rauskommen. Wenn ich drücke, die rote LED geht an und ja, VCC 9 Volt klingt gut, also Batteriespannung 9 Volt. Aber wir sehen auch, wenn ich da berühre, dann geht er direkt aus. Also ja, dieses Floating ist nicht gut. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall darauf aufpassen, dass wir dann einen definierten Zustand haben. So, was passiert denn, wenn ich hier hinten jetzt dran halte an unseren Testpunkt? Und wunderschön, es geht an. Und wenn ich loslasse, geht er aus. Wunderschön. Also das Abgreifen vom Soft Standby hier, das funktioniert offensichtlich. Das heißt, ich kann den jetzt festlöten und dann müssen wir das noch im Gehäuse verbasteln. Also Kabel dran und dann, wie gesagt, das Ganze ins Gehäuse. Ich habe in der Seitenwand auch schon mal so eine sehr hässliche Aussparung gemacht für die Micro-USB-Buchse. Einfach ein bisschen Kreppband drüber geklebt und dann mit einem Bohrer ganz langsam, ohne Druck auszuüben, da Löcher reingemacht. Ist nicht schön, aber sollte funktionieren. Und die Ladeelektronik dann entsprechend mit ein bisschen Kleber da einfach an der Seite, direkt an der Seitenwand festgeklebt. In der Hoffnung, dass das einfach ausreichend hält. Das Ganze dann Dollar sehr lange Zeit trocknen lassen, Gehäuse fertig zusammensetzen und da haben wir unser Gerät. Und da haben wir das fertige Ding. Ja, so ganz sauber sieht es nicht mehr aus. Das Gehäuse ist an vielen Stellen schon ein bisschen auseinandergekracht. Das ist leider irgendwie nicht ganz so haltbar gewesen. Aber es hält noch am Stück, von daher wird schon passen. Ansonsten, was ich noch modifiziert habe, ist hier unten da das abgeschnitten. Wie schon gesagt, dass ich bis an den Hebel rankomme. Komme auch wieder an die SMD-Pads, wenn ich will, wieder dran. Und was wir hier auf der Rückseite sehen, ist dann dieses Konstrukt hier. Wir haben einfach die Zelle da drin. Die ist jetzt in Kapton-Band eingewickelt oder irgendwas in die Richtung. Sollte eigentlich passen. Die Ladeelektronik, wie gesagt, entsprechend an der Seitenwand hier festgeklebt. Da haben wir dann den Lade-IC und den Step-Up. Das heißt, hier an der Seite haben wir jetzt auch unser Micro-USB. Und da kann ich auch einfach ein Kabel holen. Und dann hier einstecken, dann haben wir hier unsere rote LED. Ah, jetzt. Und ja, nach einer gewissen Zeit geht die, glaube ich, bei hier dem Board auf grün. Dann ist der Akku dann vollgeladen. Ansonsten, ihr habt ja gesehen, das Step-Up geht nur an, wenn ich über den Soft-Power andrücke. Das heißt also jetzt, wo das Ding läuft, ist der Step-Up an. Es kommen 9 Volt raus, aber sobald er sich selber wieder ausschaltet, geht der Step-Up auch wieder aus, das spart dann entsprechend Akku. Ich konnte jetzt nicht wirklich messen, da ich schon alles verlötet hatte. Ich kann euch so viel sagen, es ist unter 1 mA an Ruhestrom, der da fließt. Weiter runter konnte ich jetzt nicht, ohne alles wieder auseinanderzunehmen, messen. Und das wollte ich jetzt mit hier dem fragilen Gehäuse nicht hier riskieren. Ansonsten, es gibt natürlich immer Dinge, die man besser machen könnte. Hauptpunkt hier ist,
Naja, man könnte hier die Protection sinnvoller gestalten. Wir haben jetzt hier drin die Protection, die sagt, okay, ich glaube unter 2,5 Volt oder 3 Volt war es. Dann schaltet der aus. Das ist ein bisschen zu wenig, könnte eine höhere Spannung sein, um den Akku zu schonen. Was man hätte machen können, auf dem Board selber gibt es eine Batteriemessung, die hätte ich auf den Akku legen können, sodass wir hier am Anfang, wenn wir einschalten, dann sehen wir ja hier, dann zeigt er an, dass er hier 9 Volt hätte, also Step Up. Da einfach den Akku direkt drauflegen, dann hätten wir da auf der CPU die Info, wie voll der Akku ist und könnten da passend reagieren. Allerdings, was man da hätte gucken müssen, da hätte man die Software anpassen und modifizieren müssen. Ich gehe sehr stark davon aus, dass der jetzt hier wirklich von 9 Volt rum ausgeht oder 6 Volt und sich bei weniger ausschalten würden, weil er zu wenig Spannung hat zum Messen. Das hier ist dann also jetzt meine kleine Mobileinheit, die ich relativ einfach mitnehmen kann. Hab einen Akku drin. Mal gucken, wie lange es hält. Das Gehäuse, ja, wie gesagt, ist nur mäßig gut, aber jetzt, wo es zusammengeschraubt ist, sieht es jetzt erstmal so aus, als ob es nicht direkt auseinanderfällt. Ja, ich würde sagen, der hier, der kann jetzt messen, was er will. Auch akkubetrieben unterwegs. Das heißt, wir können einfach mal hier ein paar Widerstände holen, können die hier direkt dann in 1, 2 und 3 machen. Einfach mal zwei Stück in Serie. Das sollte er eigentlich messen können. Zack, einmal messen, es geht an und was sagt er? Testing. Und wir haben 68 Kiloohm und 680 Kiloohm. Das klingt irgendwie realistisch. Ich denke, damit können wir sagen, dass der hier das tut, was er soll.